So, herzlich willkommen zurück zu Hearthstone Arena und zwar mit einer kleinen anderen. Ich habe einen Draft-Picker dabei und ich habe mich leider schon reingekauft gehabt, eben gerade, dann ist die Aufnahme abgeschmiert, musste ich eben gerade mal so lassen, habe aber noch nichts gepickt. Das werden wir jetzt tun und zwar mit dem Bilder hier. Dann werde ich meinen Hexmeister auswählen und dann. Was haben wir denn hier? Den panischen Kodo. Ups. Wir wollen den panischen Kodo. Den gibt es hier gar nicht anscheinend. Ach, panischer. So, da haben wir panischer Kodo. Und dann gucken wir mal, den panischen Kodo hat eine. Also, was würde ich denn als erstes, glaube ich, nehmen? Ich glaube, ich würde tatsächlich die Mystikerin von Kisar nehmen. Aber ich glaube, wir machen die erstmal alle rein hier. Was haben wir hier? Alarm. Den Alarmobot. Und wir haben die Mystikerin von Kisar, Wert 49. Also, am besten wäre tatsächlich der panische Kodo. Nehmen wir den Kodo mal. So, dann haben wir Blutsauger, Agentumknappen, Flugmaschine. Ich wäre tatsächlich für die Agentumknappen. Gucken wir mal, ob ich richtig liege. Den Blutsauger, wo ist er? Blut, Blut, Blut. Da haben wir einen Agentum. Knappen, auch nicht so gut. Und die Flugmaschine. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, die Agentumknappen da zu nehmen. Werde ich auch machen. Dark Bomb, eigentlich ganz gut zum Traden, würde ich sagen. Verderbnis. Aber der Gibbon-Pirscher ist auch nicht schlecht. Also Dark Bomb oder Gibbon-Pirscher würde ich vermuten. Gucken wir mal. Ups. Ups, da habe ich jetzt falsch gepickt. Das zweite ist ja Verderbnis. Oh, Verderbnis ist eigentlich egal, glaube ich. Ich kenne mich mit dem Dingern leider nicht aus, aber ich dachte, ich versuche es einfach mal. Ja, mit Dark Bomb hätte ich jetzt auch gedacht. Und der Gilben-Pirscher Wert 59. Ich versuche das einfach mal, was mir der Tracker hier vorsagt. Ich meine, ich hätte jetzt zwischen den beiden getippt. Aber Dark Bomb, um Minions gut wegzubekommen, eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir machen, was haben wir? Goblin Leibwächter, mechanischer Jedi ist eigentlich ein ganz schöner Dreck. Dämonen wahrnehmen auch. Also ich würde hier auf jeden Fall gleich zu den Goblin Leibwächter tippen. Der ist doch. Meine Güte, was ist denn da los? Goblin Leibwächter, Damen. Ah, nicht so gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der mechanische Yeti. Oh, 89? Warum? Dämonen wahrnehmen. Mechanische Yeti. Ich hätte jetzt eher zu den Goblin-Leibwächter getendiert. Der ist ja gar nicht so. Ich hätte den mechanischen Yeti eigentlich nicht so prickelnd. Wegen dem Ersatzteil höchstwahrscheinlich. Aber ich tendiere doch eher zu den Goblin-Leibwächter. Was nehme ich denn da? Ich glaube, ich werde den Goblin-Leibwächter nehmen. Da widersetze ich mich. Was haben wir? Hungrigen Drachen, Beschwörungsportal. Beschwörungsportal fällt hier, glaube ich, raus. Der hungrige Drache. Der ruft vor allem mehr für die Mana-Kosten. Schwierig. Ich glaube, ich würde den hungrigen Drachen nehmen. Hungriger Drache hat sogar einen relativ hohen Wert. Und Beschwörungsportal. Und dann haben wir den antike Heilbot. Ja, ich hätte auch den hungrigen Drachen genommen. Machen wir hier mal auch. So, Gurubashi-Berserker, Flusskrokodilist oder die Dark Bomb nochmal.
Gorobashi Berserker wäre so meine erste Wahl. Obwohl das Wurstkohl ist jetzt auch nicht schlecht ist. Dunkelbombe wäre wieder großartig. Wie viele Zweier-Minions habe ich denn? Noch eine Dark Bomb mit reinzunehmen. Ich habe hier eigentlich noch den panischen Kolo. Wenn ich den relativ spät einsetze. Ich werde mich ja auch mal wieder setzen, weil das Flusskrokodilist nehmen. So, der verrückte Bomber kommt für mich nicht in Frage. Ich glaube, ich werde hier den Blutsumpfraptor nehmen. Das klingt doch am angenehmsten. Verrückter Bomber. Der soll gut sein, Fuß 3 schon. Blut zum Fraptor ist jetzt auch nicht verkehrt. Und der instabile Ghoul. Ja, dann werde ich den Blut zum Fraptor nehmen. Irwisch ist schon mal kacke. Elfenbogenschütze ist auch kacke. Ich glaube, der Sturmlanzen. Das Sturmlunzen-Kommando ist, glaube ich, schon am besten. Ja, Irwisch ganz schön kacke. Sturmlanzen-Kommando hat auch nicht so einen geilen Wert. Die Elfenbogenschützin fällt auch weg. Sturmlanzen-Kommando dachte ich mir auch, dass ich den nehme. Hier ist ganz, ganz klar für mich der ruchlose Unteroffizier. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Der ruchlose Unteroffizier macht ja am meisten Sinn. In dem Deck. Ups. Und dann haben wir noch die hasserfüllte Schmiedin, die gut ist, aber wir haben ja eh keine Waffe. Ich werde dir mal den ruchlosen Unteroffizier nehmen. Er macht da für mich mehr Sinn. Azurdrak für Card Draw. Würde ich tendieren. Gucken wir mal. Aber ich brauche jetzt langsam auch mal ein paar günstigere Minions. Okay. Blutsäge Corsair. Und dann haben wir den Azurdrak. Und der ist am besten von allen. Da lag ich also auch einigermaßen richtig. Schon wieder der Goblin-Leibwächter. Ingenieurslehrling könnte interessant werden, wenn ihn Kator. Würde ich tendieren dazu. Der Voodoo-Doktor. Ja, ich denke, die Ingenieurslehrling ist hier am besten in dem Fall. Ja, würde ich auch tendieren. So, der Bombenwerfer, die Illuminatorin oder das Drachenei könnte eine gute Kombination sein mit unseren ruchlosen Unteroffizier. Geheimnisse haben wir nicht da, also die Illuminatorin fällt schon mal flach. Der Bombenwerfer wäre jetzt auch nicht verkehrt, aber ich würde spontan zum Dragon Egg tendieren. Gucken wir mal, Bombenwerfer. ...79 Wert. Ups. Die auch nicht so schlecht gehandelt wird. Und das Drachenei, warum ist denn da? Nur einen 10er Wert, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, die Illuminatorin war ohnehin klar. Ich werde auf jeden Fall den Bombenwerfer nehmen. Da war Flusskrokodilist, Seelenfeuer oder den jungen Braumeister. Ja, könnte nicht schlecht sein, gerade wenn man das panische Kolo ausgespielt hat, ihn dann nochmal auszuspielen, wenn man dann gerade oder nochmal ein Cardboard zu bekommen. Könnte interessant werden. Gucken wir mal, Flusskrokodilist. Ups. So, Seelenfeuer.
wäre hier fast am besten, aber ich würde tatsächlich zum jungen Braumeister tendieren. Der ist nämlich auch nicht schlecht. Den nehme ich auch. Oh, Legendary. Renn Schwarzfoss ist natürlich gut gegen andere Legendaries. Hogger, Dr. Boom ist immer gut. Uiuiui, das wird schwierig. Also ich würde Dr. Boom oder auch Hogger wählen. Gucken wir mal. Dr. Boom ist eine super Karte. Hogger nicht so. Ja, dann würde ich glaube ich Dr. Boom nehmen. Gerade wenn die beiden Minions, die man dann bekommt. Elfenbogenschützin, Steinhauer Eber oder Priesterin von Elun. Die Elfenbogenschützin macht glaube ich am meisten Sinn. Gerade weil man dann nochmal einen Minion beschädigen kann zum Anfang. Mal nach dem Steinhauer Eber, wo ist er denn? Da ist er. Und die Priesterin von Elun. Ich nehme in dem Fall aber die Elfenbogenschützin. Fußhardt von Goldheim, Blutsegelräuberin, bringt uns nichts, weil wir haben keine Waffe, ist aber trotzdem eine gute Karte für 2 Mana, 2-3. Und Beschwörungsportal. Ich glaube, ich wäre schwierig. Beschwörungsportal würde ich jetzt nicht sagen. Mal die Blutsegelräuberin. Und das Beschwörungsportal. Ah, das wäre halt auch nicht schlecht, ne? Ich werde mal die Blutsegelräuberin nehmen. So, Demon Fire ist ganz okay. Dark Bomb nochmal. Im Zweifel denn doch, glaube ich, Demon Fire. Oder die Schreckenshöllenbestie, die ist hier als sehr, sehr gut bewertet. Alles eigentlich gute Karten. Gucken wir mal rein. Ich habe relativ wenig Schreckenshöllenbestien. Könnte gut sein, weil die Schaden an jeden macht. Aber ich glaube, ich werde mal Demon Fire nehmen, obwohl ich brauche vielleicht sogar Minion. Ich werde mal die Schreckenshöllenbestie nehmen. Tüftler Stadttechniker kommt bei mir nicht rein, weil ich ohnehin keine Mechs habe. Dann haben wir Schlingdorn Tiger. Ich glaube, ich würde die Ingenieurslehrling nehmen. Gucken wir mal, Tüftler Stadttechniker, wie der so bewertet ist. Nein. 64, kommt aber halt auch immer drauf an, wie die Schlingler und Tiger, Ingenieurslehrling. Ist am schlechtesten bewertet. Ich nehme sie mal trotzdem für ein Card Draw. So, säurehaftiger Schlamm ist gut gegen Krieger und gegen Jäger und gegen Paladin, um die Lust zu werden. Ritter von Sturm und gut gegen, um ein bisschen Tempo reinzubekommen. Und der Felsenkiefertrock gut gegen Magier oder Hexer oder alles, was mit Magie irgendwas zu tun hat. Das dürfte eine schwierige Entscheidung sein. Meine Wahl würde bisher auf den säurehaftigen Schlamm fallen. Gucken wir mal, wo der Ritter ist. Ups. Der hat auch noch relativ hohe Bewertung. Felsenkiefertrock. Das ist auch nicht schlecht. Und der Schlamm auch nicht. Der Trock 3-5er für 4 Mana. Ist dann in dem Punkt schon besser, trotz des Ansturms. Ich glaube, ich werde die mal nehmen. Der Goblin-Auktionator, das Mana-Gespenst. Ach du Scheiße.
Alle Diener kosten einen mehr. Rabenhold, Assassine. Ja, ich glaube, der Goblin-Auktionator macht am meisten Sinn. Gucken wir mal. Das Mana-Gespenst. Und der Rabenhold-Assassine. Ja, ich werde den Goblin-Auktionator nehmen. Das passt auch gut, weil wir ein paar Zauber drin haben. Können wir nochmal ein bisschen Kartor ausspielen. Nerubinik, nochmal eine panische Kodo und der Azurdreck. Azurdreck könnte man nochmal nehmen, um nochmal Kartor zu bekommen. Das Nerubinik wäre aber auch nicht schlecht. Panischer Kodo geht eigentlich immer, aber ich glaube, ich werde den Azurdreck nehmen. Ja. Werde den Azurdreck nehmen. Schreckender Lehre, Goblin Pionier oder den wilden Pyromanen. Schreckender Lehre wäre ganz okay, weil er natürlich nicht auf Dämonen angewiesen ist. Da können wir mal gucken. Der Goblin Pionier ist jetzt auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, Schrecken der Lehre macht am meisten Sinn. Von allen und der wilde Pyromane. Ja, das ist alles relativ ausgeglichen. Hier beim Goblin Pionier muss man natürlich schauen, dass der Gegner auch 6 Karten hat oder mehr. Ich werde mal den Schrecken der Lehre nehmen, der kann ganz nett sein. So, dann haben wir den Bomber, tanzende Schwerter oder Opferpakt. Opferpakt, um mich selbst zu heilen. Den Bomber würde ich hier tatsächlich mal versuchen. Opferpakt wäre jetzt nicht das, was ich unbedingt haben möchte. Ich glaube, ich werde den Bomber mal versuchen. So, hier ist, glaube ich, für mich ganz klar der Schildmeister von Senjin. Dämonen wahrnehmen ist nicht so die Karte, die wir unbedingt brauchen. Ja, Schildmeister von Senjin. Werde ich auch nehmen, macht am meisten Sinn. So, Ritzelmeister fällt schon mal aus, Söldner von der Venture Corporation fällt auch aus. Außer man will den Gegner keine Karten liegen lassen mehr. Deswegen könnte es ganz interessant werden. Gucken wir mal den Ritzelmeister, der fällt auf jeden Fall schon mal flach. Ritzelmeister, dann haben wir den Goblin-Leibwächter, schon wieder. Und der Söldner wird er hier noch am besten bewertet. Den könnte man zum Schluss tatsächlich ausspielen, um zu verhindern, dass der Gegner Karten ausspielt. Könnte interessant werden. Ich versuche ihn mal. So, da haben wir den Dschungelpanzer, Panther, Blutsauger und den Kobold-Geomant. Da wäre ich tatsächlich für den Dschungelpanther. Gucken wir mal. Dschungelpanther. Oh, Blutsauger. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, um nochmal zu traden. Dreier-Minion ist das. Ich glaube, den nehme ich mal. Da habe ich zu wenig Dreier-Minions. So, jetzt werde ich, glaube ich, den säurehaltigen Schlamm nehmen. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Micro Machine. Säuregehaltige Schlamm und Mörderkräuber. Da werde ich, glaube ich, den Schlamm nehmen, damit ich noch was zum Ausgleich gegen Krieger habe. Puh, Verteidiger von Argos macht am meisten Sinn, glaube ich. Spott, K.
Kampfschrei, erhält 1-1 für jeden feindlichen Diener mit Todesröcheln, vernichtet einen Diener, stellt bei eurem Lee. Oh, das ist natürlich gut. Seele entziehen ist auch nicht verkehrt. Also Verteidiger von Argus oder Seele entziehen. Ah, der Verteidiger von Argus ist schon besser. Und die Exorzistin, die ist eher so mittelmäßig. Ah, Seele entziehen. Aber ich will schon auf Minion spielen. Das heißt, wir nehmen den Verteidiger von Argos. So, Pechschwingverderber. Verursacht 3 Schaden, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Hab ich denn einen Drachen? Ja, den hungrigen Drachen. Aber der Void Walker macht hier, glaube ich, auch schon Sinn. Da man. Ich glaube, der Void Walker ist schon am besten von dem Ganzen. Nein, ist er nicht. Leerwander wäre also theoretisch ein Fehler. Der Pechschwingverderber wäre jetzt nicht verkehrt. 5 Mana haben wir aber schon relativ viele. Der fleischfressende Ghoul. Ich glaube, ich nehme mal den fleischfressenden Ghoul. Weil bei 3 Mana sieht es auch ein bisschen dürftig aus. Der Todesfürst. Crazy Alchemist wäre jetzt spontan das, was ich picken würde. Oh, ist auch nicht so gut bewertet. Der hätte ich jetzt schon wieder einen Fehler gemacht. Der Todesfürst. Oder der wahnsinnige Bomber. Beides seine Vorteile und Nachteile. Aber ich werde den Todesfürst nehmen, weil ich bei der Dreier-Sparte noch relativ wenig habe. Und dann sind wir fertig. Mit dem Draft. Gucken wir mal, ob wir mit dem Deck irgendwas reißen können in der Arena. Ja, das geht ganz gut. Das war's mit dem Draft. Könnt ihr mal schreien, ob ihr das öfters sehen wollt, dass ich einen Draft-Picker benutze. Könnt ihr vielleicht auch selber ein bisschen rumprobieren. Oder ob ich das lieber lassen soll, ob es scheiße ist. Schreibt mal einfach mal rein. So, ich würde sagen, ich beende die Folge hier und dann geht's los, nächste Folge mit Arena-Spielchen. Also, bis dahin, ciao!